Yo, yo, Leute, herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns hier auf der anderen Insel. Und ihr habt mir gestern in den Kommentaren gesagt, Renz, das ist auf jeden Fall die Insel dort. Paddelt dort wieder hin. Okay, Leute, werden wir machen. Dann lasst uns aber trotzdem erstmal schauen, was jetzt hier auf dieser Insel so zu tun gibt. Und einmal mehr, vielen, vielen Dank, Leute, für euren krassen Support. Ich glaube, 148 Daumen hat die Folge zum jetzigen Zeitpunkt schon von euch bekommen. Vielen Dank dafür, Leute, dieser geile Support, ey. Richtig nice, richtig nice, richtig nice. Ich bin gespannt, bis zu welcher Folge wir es schaffen, die 100 Daumen nach oben immer zu bekommen. Und, ups. Ich komme hier nicht rüber, weil hier eine Palme liegt. Das ist ja wohl, na egal. Was will man machen? Ist auf jeden Fall ziemlich geil, Freunde. Dafür vielen, vielen Dank, Mann. Und, mal schauen, wie viele Daumen wir auf diese Folge bekommen können. Mal gucken, vielleicht finden wir heute auch ein paar geile Items. Oh, hier hinter ist noch eine Insel. Also auf dieser Insel hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Und ihr habt mir übrigens auch in den Kommentaren gesagt, dass ich wohl chronisch an Inseln vorbeipaddeln würde. Bin ich auch mal gespannt, ob an Inseln, was ich laber. Ich renne andauernd an Lashings vorbei, also an diesen Yucca-Bäumen, von denen man sich die Lashings ja ab... Ach, hier ist mein Boot, Tatsache. Krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir ein paar Corrugated Scrap-Dinger. Ich weiß nicht, wir nehmen die erstmal mit. Ich habe ja hier Hammer und Axt. Eigentlich bin ich jetzt nicht unbedingt auf Reise gegangen, um Corrugated Scrap zu finden. Aber wenn das schon mal da ist, dann können wir es auch gerne mitnehmen, meinetwegen. Hier ist noch ein bisschen Stahl. Hier ist noch mehr Stahl. Steine haben wir eigentlich noch genug auf unserer Insel, würde ich schon fast sagen. Da ist noch eine Insel. Deswegen Planks können wir mitnehmen. Corrugated. Von jedem nehme ich mal einen Stack, also sprich immer vier Stück mit. Ich glaube nicht, dass wir sonst irgendwie so viel Material brauchen eigentlich. Zwei von jedem, okay. Wir riskieren gleich mal was und schwimmen hier rüber. Obwohl, was heißt riskieren? Das ist eh nur knietief, das Wasser. Also da wird schon kein Hai oder so ankommen und uns in den Knöchel beißen. Und wenn, dann wird er die Kraft meiner Axt zu spüren bekommen. So, interessante Insel hier auf jeden Fall. Aber so richtig was Geiles gibt es ja eigentlich auch nicht, wenn wir das mal so betrachten, ne? Da hinten ist auch noch eine Insel. Aber krass, dass ich an so viel Yucca-Pflanzen vorbeigerannt bin. Oder ihr habt euch verschaut. Als ob ein Grant sich vergucken wird. Kommt ja nie vor, ne? Kommt ja nie vor. So. Strange, das ist echt merkwürdig, dass man hier... Ihr habt euch übrigens auch gewundert, dass man die Palmen nicht mehr fällen kann. Weil man dann ja gar nicht mehr an die Palmdinger, an die Blätter rankommen kann. Wir sollten mal ein bisschen was essen... Man kann gar nicht mehr an die Palmblätter rankommen. Das ist halt echt komisch, weil früher brauchte man die Dinger ja für Dächer. Wieso? Ey. Wenn ich jetzt runterfalle, ne? Lass dich aus. Oh! Ich hab mir was gebrochen. Oh, mein Arm! Ich kann nicht mehr auf die Uhr gucken. Alter! Mein Arm ist gebrochen. Was soll die Scheiße? Ich wollte doch nur was zu essen. Und das ist doch nicht wahr. Oh, fuck, ey. Also, Leute, krabbelt niemals eine Palme hoch. Ihr habt gesehen, was dann passiert, wenn ihr ein Noob seid wie ich. Zack, einmal eine trinkbare. Ich glaube, ich brauche die anderen gar nicht aufsammeln. Obwohl, ich kann meine Uhr ja nicht mehr lesen. Ich frage mich halt, ob es reicht, wenn ich die... Wenn ich Medizin nehme. Ich kann die Uhr wirklich nicht mehr lesen. Warte, wenn ich schnell genug runtergehe, sehe ich ein bisschen Lebensenergie. Ja, aber Essen ist voll. Okay. Bescheuert, ne? Habe ich mir echt meinen Arm gebrochen. Ich meine, ich bin von dem Ding gefallen. Wenn ich mir mein Bein gebrochen hätte, okay, hätte ich ja noch verstanden. Aber warum denn mein Arm? Ich muss mir irgendwie Bandagen machen oder Bandagen finden. Das ist auf jeden Fall uncool. Mit einem gebrochenen Arm ist eigentlich nicht zu spaßen. Vor allem nicht, wenn du auf einer einsamen Insel bist, das kann ich dir sagen. Also, falls du mal auf einer einsamen Insel strandest und dir den Arm brichst, geh dich einfach hier hängen.
Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. So, wir schnabulieren jetzt mal ein bisschen was. Und dann würde ich gerne noch auf die Insel da drüben. Ich hoffe, mein Arm... Ja, der wird sich wahrscheinlich nicht von alleine richten. Ah, mein Hunger ist schon ein bisschen niedrig. Ich weiß nicht, ob einfach eine Bandage reicht. So, nach dem Motto, ich habe mir meinen Arm gebrochen. Ich bandagiere den mal. Glaube nicht, dass das ausreicht. Hier war doch irgendwo... Habe ich nicht eben hier was Corrugatedes gesehen? Steine wollte ich nicht mitnehmen, okay. Hier sind Planks. Da vorne ist eine Kartoffel. Sogar mehrere. Die scheinen jetzt immer... Ich dachte gerade, da ist so ein X. Ein Piratenschatz. Die Kartoffeln scheinen jetzt immer in so einer kleinen Gruppe vorzukommen. Ich hoffe, ich kann noch genauso gut paddeln wie sonst. So, Stil. 3 von jedem, okay. Okay, wir haben 3 von jedem. Das ist schon mal was. Hier sind noch Planks. Dann haben wir die Planks schon mal voll. Hier ist noch Stahl. Die Planks dort lasse ich mal eben liegen jetzt. So, Stahl ist auch voll. Und Corrugated Gedönse. Damit ist alles voll. So, hier, wie soll man diese Scheiße hochklettern? Da hängt eine Dingens, weißt du? Da brichst du dir doch alles bei, wenn du das versuchst. Ich meine, ich habe mir jetzt eben schon meinen Arm gebrochen. Wie soll denn das werden, wenn man so eine verkrüppelte Palme hochklettert? Ganz ehrlich. Jetzt habe ich noch so viel Platz, ne? Normalerweise müsste ich jetzt einfach zu einer weiteren Insel fahren. Hier hinten sind gar keine Inseln mehr, offensichtlich. Hä? Warte mal, ist die Welt jetzt begrenzt? Soll ich es riskieren? Da ist ein Stachelrochen. Aber ich sehe kein Hai. Was passiert? Ich riskiere es. Was passiert wohl, wenn ich hier rausschwimme? Und wenn jetzt ein Hai kommt, fange ich an zu weinen, ne? Aber in dieser Folge kann ja scheinbar alles passieren. Keine Ahnung. Ich schwimme schnell zum Strand. Ich habe echt irgendwie ein bisschen Angst gerade wegen den Wellen und so. Habe ich voll Panik, dass mir gleich ein Hai in meinen Fuß beißt und mich unter Wasser zerrt oder so. Ah, ich bin aus Versehen runtergetaucht. Wollte ich gar nicht. Sorry, falls ich Panik geschürt habe. Es war nicht meine Absicht. Also es passiert nichts, wenn ich die World Border verlasse. Dass es jetzt überhaupt eine World Border gibt, finde ich merkwürdig. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Wusstet ihr das, dass es jetzt eine World Border gibt bei Stranded Deep? Finde ich sehr komisch. Hab ein bisschen Hunger. Meine Lebensenergie ist auf jeden Fall auch wieder hochgegangen, wie ihr gerade gesehen habt. Früher war es ja so, dass die Welt unendlich groß werden konnte, ne? Ist jetzt scheinbar nicht mehr der Fall. Schade eigentlich. Warum haben sie das rausgenommen? Ist das zu ressourcenfressend gewesen? Scheint so. Dann lasst uns zumindest das Schiff da vorne anschauen. Ich hab mich gerade gefragt, was hier war, aber... War nur ein Clipping-Fehler oder so. Wir hatten ja ein Schiffswrack gesehen, was hier noch vor der Küste gesunken ist. Dann schauen wir wenigstens, was da drin sich befindet. Vielleicht irgendwie ein bisschen was, womit ich mich heilen kann. Da wäre ich schon ziemlich glücklich drüber. Muss ich ja gestehen. Also rein ins Boot. Und so, da ihr gesagt habt, das ist diese Insel, lege ich die Sticks mal eben so. Und dann schnappen wir uns das Paddel. Die Weitsicht ist irgendwie auch nicht mehr das, was sie mal war. Ich meine, das Wrack war doch hier eigentlich recht küstennah, oder nicht? Dass das jetzt so spät... Erst guck mal hier, das ist jetzt erst aufgeploppt. Da ist das Dingens. Das ist krass. Das ist krass, also die Weitsicht bei Stranded Deep ist echt... hat ein bisschen gelitten. Theoretisch... Was ist eigentlich gerade mit den Wellen los? Hä, Leute, die Wellen... bewegen sich gar nicht mehr. Habe ich das Spiel zerstört? Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum... Die Fische bewegen sich noch.
Die Wellen bewegen sich nicht mehr. Vielleicht, weil ich das Gebiet verlassen habe? War das nicht so gut? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall eine normale Axt drin. So, warte mal eben, Leute. Wir machen mal eben Save. Und dann gehe ich einmal kurz... Wenn ich jetzt Quit... Quit ist ja nicht Quit to Desktop. Wir gehen einmal ins Hauptmenü zurück. Und starten das Spiel neu. My Game. Und dann Continue Game. Ich glaube, ich habe das Spiel zerstört gehabt, weil ich die World Border verlassen habe. Okay, also haben wir gelernt, niemals die World Border zu verlassen. Das ist nicht gut gewesen. So, jetzt, ja, jetzt haben wir wieder Wellengang. Sehr schön, ist auch gleich viel schöner, das Spiel. So, hier ist keine, ich dachte, hier können wir unter Bord gehen. Oh Gott, ey, ich habe Angst. Ich habe echt Angst, ins Wasser zu gehen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Wahrscheinlich, weil es hier Haie gibt. Oh, guck mal, so ein Giftfisch. Die sind auch böse. Den sollte ich jetzt nicht berühren. Vor allem nicht, wenn mein Arm sowieso schon gebrochen ist. Ah, hier können wir... Können wir Luft schnappen? Nee, scheiße. So. Wartet, ich gehe schnell eben... Puh! So, was habe ich bekommen? Was ist das hier? Labelmarker. Labelmarker. Now I can label things. Toll! Toll, ich habe eine Labelmaschine. Weiß zwar nicht, was das bringen soll, wenn ich Sachen mit einem Label versehe, aber hey. So, hier haben wir eine Jerrycan. Ist hier noch mehr? Da ist noch eine Tür. Glaube, hier gibt es aber nicht noch was zu holen. Wow, das war knapp. Scheiße. Schon ein bisschen Durst und natürlich auch wieder Hunger. Also Hunger geht echt schnell hoch. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall noch den Carburetor. Sauber. Das vierte Teil für den Motor. Haben wir also wieder ein bisschen was gefunden und wir haben noch ein weiteres Paddel gefunden. Jetzt ist die Frage. Meint ihr, hier ist noch was? Nö. Nö, hier ist nichts mehr. Okay, dann, wow. Raus mit uns, ab in unseren... Huah! Oh, rein mit dir. Geh noch. So. Gut, schnappe ich mir das. Und dann würde ich gerne zu einer weiteren Insel rudern mit euch, bevor wir den Part heute hier beenden. Und zwar nicht nach Hause. Nein, nein. Nach Hause wollen wir noch nicht, sondern ich habe gesehen, dass da hinten ja noch eine Insel war. Dann rudern wir da erstmal hin. Denn wir haben noch ein bisschen Platz bei uns im Inventar und das sollten wir schon nutzen. Und boah, irgendwie war es cooler, als die Wellen nicht waren. Da wurde er wenigstens nicht so schlecht. Ich glaube, wenn ich an Land gehe und das Floß trage, bin ich schneller, als wenn ich hier rüber paddel. So, komm her, nimm das Floß mit. Habe ich es verloren? Nee, ich dachte gerade. Ich bin einfach nur schneller als mein Floß. Ich ziehe es hinter mir her quasi. So, genau, zu der Insel habe ich gedacht, könnten wir jetzt gehen. Ich drehe mich jetzt gerade bewusst schon nicht um, ne? Weil ich, das Floß wahrscheinlich eh noch da ist. Nein, ich habe es wirklich verloren. Da hinten ist es hängen geblieben. Scheiße. Ne, doch nicht. Das war eine Palme. Ha. Da liegt's. So, komm her. Ey, nimm das mit. Hä? Wo hängt denn das jetzt? Nein, das Floß hängt irgendwo dran fest. Was soll das? Komm schon, du darfst nicht festhängen. Geht doch. So, ich sehe den Schatten des Floßes. Er ist immer noch hinter mir. Okay, ich habe keinen Schatten, Leute, aber das Floß hat einen Schatten. Okay, ich habe auch einen Schatten, aber einen anderen Schatten. Also keinen Schatten, der durch Licht entsteht. So, rein mit dir ins Wasser. Zack. Und dann paddeln wir weiter zu dieser Insel, Freunde. Das ist unsere Mission, die wir jetzt noch haben. Die Insel dort hinten zu erreichen. Und vielleicht haben wir ja Glück und sehen noch ein Floß auf dem Weg dorthin. Da würde ich dann auch ein Floß. Ein Boot, ein versunkenes Schiff. Oh, der Mond geht schon auf. Okay, ich muss den Kurs beibehalten. Hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. Mit unserem gebrochenen Arm.
Sieht schon eklig aus, ne? Wenn wir auf die Uhr gucken. Okay. Wenn wir drüben ankommen, müssen wir, glaube ich, auch erstmal wieder ein bisschen was schnabulieren, denn ein bisschen Hunger haben wir noch. Boah, wenn die Hand vor den Mond geht, ne? Das ist so nervig, dann wird das kurz so dunkel. Ist voll am Flackern. Wow. Was für eine raue See, Leute. Was für eine raue See. So, wir behalten den Kurs bei... Ich glaube, hier ist ein Schiffswrack unten. Weil hier sind diese Wellen. Kann ich mir jetzt aber nicht erlauben, mitten in der Nacht nach dem Schiffswrack zu tauchen. Da sehe ich ja überhaupt nichts. Da kommt dann bestimmt der böse weiße Hai und frisst mich auf. Aber krass mit der Spielwelt, dass es jetzt eine Begrenzung gibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Überlegt mal, zu was für krassen Abenteuern wir damals losgerudert sind. Was für weite Wege wir in Kauf genommen haben. Um alle Teile des Motors zu finden. Wenn das jetzt so easy peasy geht, da bin ich eh mal gespannt. Wie baut man eigentlich jetzt ein Floß? Früher musstest du einfach eine Dingens aufs Wasser setzen. Eine Foundation. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Müsste man mal ausprobieren, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber aktuell wollen wir ja noch gar nicht nach Hause. Aktuell wollen wir zu der Insel hier vorne. Boah. Sind aber auch manchmal echte Brecher hier, die Wellen. Krass. Wow. Da bin ich ein bisschen geflogen. Wir wollen erstmal zu der Insel, denn unser Inventar ist noch nicht ganz voll. Und deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen, um noch ein paar Items einzusammeln. Wenn schon, denn schon, Freunde. So. Dauert aber echt lange, bis wir da sind. Krass. Ja, die Wege sind halt echt recht weit, ne? Und man darf natürlich nicht vergessen, wir sind auch nur am Rudern. Wenn wir einen Motor hätten, das wäre ja ein Traum, ne? Oh oh, ich höre die Musik. Es hört sich nach dem Dingens an. Nach dem Hai. So, von der Insel kommen wir. Zu der Insel wollen wir. Keine Ahnung, ich sehe den Hai nicht. Wir rudern weiter. Ich dachte, wir können den Hai sehen. Aber scheinbar nicht. Haben wir wohl Glück gehabt. Greift uns nicht an, der Boy. Und das, obwohl unser Floß so ein Yum-Yum-Yellow hat. Ah, da ist die Insel aufgeploppt. Immer wieder schön. Die Musik ist immer noch diese Hai-Musik, ne? Egal, nicht beirren lassen. Einfach nach vorne gucken, weiter paddeln. Lalala, ich höre nichts. Hier ist kein Hai. Nein, nein, nein. Alles ist schön. Ich lebe in einem Paradies. Die Inseln, die Strände, das türkise Meer. Es ist schön, dass ich hier gestrandet bin. Yay. Said no one ever. Ich glaube, der Hai verfolgt mich. Auf jeden Fall, die Musik ist immer noch da. Oder? Nee, doch nicht. Ist einfach nur ruhig gerade. Wenn ich nicht paddeln würde, würde man gar nichts hören. Aber ich paddel. Ich paddel, weil mein Leben davon abhängt. Theoretisch könnten wir dann jetzt auch einfach noch einmal weiter paddeln zu der anderen Richtung, um zu schauen, ob wir dort irgendwie auch die World Border haben. Ich weiß nicht genau, wie groß. Ich meine, wir sind ja nicht weit von unserer Hauptinsel jetzt weggepaddelt. Muss ich mich mal ein bisschen informieren. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ein bisschen mehr zu wisst. Warum es jetzt World Border gibt oder generell, wie weit die World Border sich erstreckt oder keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche sinnvollen Informationen habt, einfach immer her damit, Leute. Ich würde sagen, wir packen das Floß hier hin. Das Paddel behalten wir erstmal im Inventar. Wir haben sowieso zwei. Wir haben noch drei Plätze frei, Leute. Mal schauen, was diese Insel für uns bereithält. Wir werden es morgen sehen bei Stranded Deep, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und denkt dran, mal schauen, ob wir die 100 Daumen nochmal knacken können. Mal gucken, bis zum wievielten Part wir das durchziehen können, Leute. Ihr seid die Geilsten. Wir sehen uns in-game. Haut rein. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.